Vers 13. Vidhihinam asrishtanam mantrahinam adakshinam shradhavirahitam yagyam tamasam parichakshate. Vidhihinam, ohne Anweisung der Schriften. Asrishtanam, ohne die Verteilung von Prasadam. Mantrahinam, ohne das Chanten der vedischen Hymnen. Adakshinam, ohne Spenden für die Priester. Shraddha, Glauben. Virahitam, ohne. Yagyam, Opfer. Tamasam, in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Parichakshate, gilt als. Jedes Opfer, das ohne Beachtung der Anweisung der Schriften, ohne die Verteilung von Prasadam, spirituelle Speisen, ohne das Chanten der vedischen Hymnen, ohne Belohnung der Priester und ohne Glauben ausgeführt wird, gilt als Opfer in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Erläuterung: Glaube in der Erscheinungsweise der Dunkelheit oder Unwissenheit ist eigentlich Unglaube. Manchmal verehren Menschen einen Halbgott nur, um Geld zu bekommen, das sie dann für ihren eigenen Genuss ausgeben. Eine Handlungsweise, die gegen alle Regeln der Schriften verstößt. Solche oberflächlichen Zeremonien und zur Schaustellungen können nicht als echte Religiosität anerkannt werden. Sie alle befinden sich in der Erscheinungsweise der Dunkelheit. Sie erzeugen eine dämonische Mentalität und bringen der menschlichen Gesellschaft keinen Nutzen.